Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Let's Tests. Och, ist das schweres Wort. Von Long Dragon Blood. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ich weiß es immer noch nicht. Die Lehrlingsmeisterin Guo Chen, wie auch immer die ausgesprochen wird, Guo Chen, hat auch was. Du kannst für jeden Tag einen Lehrling. Lehrlingsprüfung Annahme. Annahme einfach so. Der Mentor und der Lehrling können nur gemeinsam erfolgreich sein. Mentor bucht, die Lehrling wird buchen, Mentor. Ach so, ich glaube, da brauchen wir einen Mentor für. Naja, da werden wir keinen haben. Dann machen wir halt keinen. So, ich guck mal jetzt nicht da sein. Dann eben dieses andere, ein Universumstein. Den hatten wir hier oben irgendwo stehen. Denke ich. Wapuwikuwipuki hat irgendwas erreicht, was weiß ich denn. So, hier. Und zwar geht's zur... Wo sollten wir hin? Creek, na klar. Creek ist hier. Also, hier unten. Nach Creek teleportieren, yo. Teleportiert er? Oder hängt das Spiel? Ah ne. Gibt's keinen Ladebildschirm oder sowas. Na gut. Wir sind in Creek und wir suchen Giant Sheng Sheng, glaube ich. Suchen wir den? Ja, genau. Bekommen eine Teleportkarte, auch schön. Ein Dorf in Not. Bevor wir anfangen, Quico zu retten, sprich mit dem Dorfschmied Xu und Sua Boya. Sie können dir nähere Informationen über die Situation geben. Oh, hier gibt es Tierchen, Tierchen. Nehmen wir natürlich an. Da hinten zu Boyo. Komm mal her, Bui. Wann wird der Frieden in unserer Welt bringen? Creek ist ein kleines Dorf in der Nähe von Dragon Castle. Wir sind vor kurzem von Wölfen, Füchsen und sogar Kämpfen, Karpfendämonen angegriffen worden. Es gibt viele Händler im Dorf. Vielleicht haben sie für dich nötige Gegenstände. Ja, Karpfendämonen. Alles klar. Meine Aufgabe ist es, Waffen. Die Kreaturen außerhalb des Dorfes sind in ihrer Anzahl stark gewachsen. Wir werden dir sehr dankbar, wenn du die Reduzierung helfen würdest. Der Weg im Norden führt zu nach Dragon Castle. Castle, der am Nordosten zur Turmkreuzung. Die Turmkreuzung ist das Gebiet der Karpfen und Dämonen. Und Eingang in die Uhui-Höhle. Okay. Die Südseite ist geeignet für Spieler im Levelbereich von 15 bis 20. Na, aber nicht ganz. Jetzt haben wir mit dem Heini gesprochen. Dürfen wir zurückrennen? 13. Und wo bist du hier? Ja, da. Kind des Drachen? Nee. Hier. Okay, gesprochen haben wir mit denen. Die Dorfbewohner haben extra für dich gesammelt. Sie sind sehr dankbar und möchten dir aus Dankbarkeit ein Reittier überlassen. Mit dem Reittier kannst du schnell erreichen. Es würde bei deinen weiteren Abenteuer sehr nützlich sein. Wähle eins aus. Ein Kampfochse. Ein Kriegslöwe. Klingt doch mal cool. Aber nur 24 Stunden da, genauso wenig wie das Schlachtwort. Wir nehmen den Löwen. Wenn wir die Anzahl der Monster reduzieren, haben wir eine Chance für weiteres Wachstum. Wenn du Level 15 erreicht hast, gehe zurück zum... Okay, ist klar. So, das Hufeisen tun wir hier runter, oder was ist das? Hä? Ne, das ist... Durch die Benutzung stört sich der Reittiergeschwindigkeit ist 60%. Jedes Reittier kann nur ein Hufeisen zur Zeit benutzen. 3 Tage. Aber nur 24 Stunden behaltbar. Reiten Skillbuch. Kann ich verkaufen, wie ein Lerner ist und Reiten. Lernen wir erstmal das Reiten, ist klar. Wäre lustig. Du hast dich auch freuen können, willst du so einen annehmen? Nein, jetzt brauchen wir keinen mehr. Kann ich verkaufen, Michael? Bist du sicher, dass du Kristall benutzen willst? Jawohl, gib einen Pet-Namen ein, was weiß ich. Dass man hier alles benennen muss. Ich bin doch zu schlecht im Benennen.
Ach, Manu, lass mich doch mal in Ruhe hier. Mieze, Katze. Großschreiben, hallo. M. Ize, Katze. Okay, so lassen wir das. Nein, ne? Warum haben die mich... Ja, gut, von mir aus. Okay. Ich dachte, das wäre ein cooler Löwe. Stattdessen ist es so eine Miezekatze. Okay, Pet-System, das Ding hier reingelegt. Mit dem Ding kann ich reiten, okay. Jetzt ist das Ding weg. Absatteln. Aufsatteln. Rufen. Miezekatze. Wie soll ich denn auf dem Ding reiten, Leute? Ich weiß nicht. So. Ach so, ich brauche ja erstmal den Reitskill. Menü. Gebietsweltkarte. Es hat gerade geklingelt. Ich muss hier mal einen kurzen Cut machen. Es tut mir leid. Bis denne. So, entschuldigt, bin wieder da. Ja, die Mama war es, wer immer, wer sonst. Dann hier. Sauku. Achso, wir wollten erstmal das mit dem blöden Reittier probieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber wir wollten den Skill raussuchen, genau. K war noch was? Skills. Reittier rufen, also, da. So geht das. Alles klar. Ach, da haben wir ihn doch schon. Das kannst du wieder weg. Wir legen den hier hierher. Okay. Reittier rufen. Miezekatze. Ah, so sieht er doch viel besser aus, die Miezekatze. So gefällt er mir. Okay. Dann haben wir hier Zao Zen. Ich hoffe, Kräutermedizin kann Soldaten im Kampf helfen. Annahme, Dämonenstiefel. Kann man noch gar nicht annehmen. Dann hier, Zao Ku. Gibt es neulich dann noch Wushun? Was ist mit ihm geschehen? Man. So, Abgabe bei Pagu, Level da. Da haben wir noch was. Tsubuya. Fuchsplage. Endlich mal wieder was zum Hauen. Bitte töte 18 rote Bartfüchse. Na, endlich. Noch mehr Freunde. Ach, deswegen hatten die mich alle. Was will ich mit so vielen Freunden, Leute? Ich spiele da eh nur einmal. So, Priester, Priester. Was ist das? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls brauchen wir diese Bachfuchs-Essenzen. Und keine Ahnung, wo es zu diesen Bachfuchsen geht. Rote Bachfuchsblätter lang. Okay, danke. Los, Miezekatze, los! Lalalala. Füchse? Graue Bachfüchse. Reichen die auch schon? Abzetteln. Jawohl. Und grauer Bachfuchs. Kann man den Buff wieder erneuern? Nicht lernen, verdammt, du sollst doch. So. Dieser graue, ja, die machen schon ein bisschen mehr Aua. Töte graue Bachfüchse. Ich denke rote. Ist egal. Töte Bachfüchse. Das ist das Wichtigste.
Also mir machen die keinen wirklichen Aua, aber... Die machen auch nicht wirklich wenig, wir machen weniger Schaden. Trotz, dass wir ein neues Schwert haben. Sauerei. Ach, Fuchs. Was die gegen die Büffüchse haben, sind noch ganz liebe Tierchen. Na gut, wir machen sie trotzdem platt. Hier drüben haben wir noch welche. Komm her. Wieder einer hinüber. Ah, da hat man was. Fellfetzen. Ich habe einen Fellfetzen erhalten. Toll, ich freue mich. So, nu. Das hat unsere Mieze wahrscheinlich wieder eingesammelt. Unsere Blacky. Na, kommt halt um. Jawohl. Auch das hat Blacky eingesammelt. War wohl nur Cola. Parisia hat einen Teil der Kleiorden-Quest beendet und erhielt dafür 10 Gold. Glückwunsch. Noch ein Zelt setzen. Ach, ein Biss. Und hier. Jetzt lag wieder einen erledigt. Dann hier. Dann Monty, die Wachfuchs sehen. Weiter geht's. Wir brauchen noch einen Freund. Laden wir mal die Thürin hier, die steht so dumm in der Gegend rum. Nicht so. Freund so. Ach, Bachfuchs Essenz. Ah ja, die wird automatisch gesammelt. Alles klar. Dann ist das wahrscheinlich das, was er öfters mal hier rumtroppt. Gucken, ob wir die Roten überhaupt brauchen, außer für die Bachfuchs-Essenz. In dem Fall haben wir natürlich nur noch graue. Ah, rote Bachfuchs brauchen wir, glaube ich, auch. Okay, dann passt das. Wam, wam, wam. Na, immerhin schnetzeln wir uns mal ein bisschen durch die Gegend. Was war das? Ist aber weit geflogen. Wieder ein Bachfuchs weniger. Fall um. Tschüssi. Viel, viel, viel. Ach, sag bloß, Blacky haut doch mit, ohne dass es eine Animation gibt. Sollten sie mal noch eine einführen. So, Wachfuchs-Essenzen haben wir fast voll. Wir brauchen halt nur noch ein paar rote und vermutlich auch. Ne, braune, braune, graue, graue. Ja, graue brauchen wir noch einige. So. Zumindest die Essenzen sind voll, das heißt noch 10 graue und noch ein paar rote dazu. Kriegen wir hin. Blub. Haben wir noch einen roten? Ja, den grauen nehmen wir auch gleich mit. Ach so, da ist schon hin. Na, ich will dich angreifen. Klar darf ich das. Bam, bam, bam. 13 rote.
Also noch 5 von denen. Und hauptsächlich noch Grauer. Aber die kriegen wir auch hin. Halt, nehmen wir erstmal diese Fellfetzen mit. Wollte jetzt Fellfresser sagen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. So, Graue brauchen wir jetzt noch 8. Machen wir erstmal den Grauen hier. Dann diesen Roten. Da drüben den einsam im Busch stehenden Grauen nehmen wir natürlich auch noch mit. Na komm. Arme Füchse, tut mir schon ein bisschen leid. Sind ja keine richtigen Monster. Im Gegensatz zu Karpfendämonen. Ich meine, was ist denn so dämonisch an Karpfendämonen? Schmecken die nicht gut? Oder lassen die sich nicht angeln? Das kann natürlich auch sein. Graue noch. Ich denke, das kriegen wir hin. Das, umfallen. Umfallen. Rote, wie viel braucht man da noch? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir noch 4 graue brauchen, aber die roten habe ich mir irgendwie nicht gemerkt. Alzheimer lässt grüßen. Da brauchen wir noch 2. Komm, fall um. Fein machte das. Da noch 3. Boah, erschreck mich nicht. Da noch 1. Damit hätten wir die roten durch. Okay, nur noch 3 graue oder 2. Keine Ahnung. 2, glaube ich. Oder 3. Naja, jetzt 2. Dann passt das ja. Da ist noch ein grauer. Komm her. Fuchsi, Fuchsi. Fellfetzen mitnehmen. Die letzte. Juhu. Okay. Jetzt haben wir sie. Dann heißt wieder zurück. Jetzt sind wir auch in die richtige Richtung. Filze, kann man die sammeln? Hast diese Fähigkeit noch nicht erlernt. Zu Boja, wir gehen erstmal da lang. Tun erstmal diese Freunde-Quest abgeben und dann können wir auch noch weiter. Kristallerz. Ja, das sind alles Crafting-Sachen. Ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht durchgestiegen, wo ich die hätte annehmen sollen. Und zweitens, wie gesagt, für das bisschen, was wir hier spielen, brauchen wir es auch nicht. Da kommt Helga. Helga kenne ich. Helga habe ich oft umgehauen. In Fiesta. Wann wird der Frieden drin? Ja. Guck mal, ich habe euch was umgehauen. Eine Erfahrungsrolle zu Boja. Danke dir. Achso. Bei Gang Beng. Gang Kung. Keine Ahnung. Wir laufen, laufen. Wo ist die Mieze? Da hinten unter uns. Haben wir jetzt 2 Schwerter steckt? Seht. Tatsächlich, wir haben 2 Schwerter. Blutrausschläge und Knochensäbel. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das hab ich gar nicht mitbekommen. Dann war nicht mehr über die Einheiten. Jetzt tauschen wir wenigstens mal so um. So. Ja, die Fuchsblade haben wir fertig. Bachfuchsessen haben wir auch fertig. Da kriegen wir ein paar Stiefelchen. Statuspunkte, wie immer, Stärke, Präzision. Talentpunkte, kann ich nicht irgendwie noch was? 15, 30. Da, Drachenbiss könnte ich. Panda Seele. Doch kein. Der hat doch keine externen Angriff. Passiver Skill, benötigt Drachenbiss, versteckt Drachenbiss in. Wie machen wir das ja? So. Entschuldigung. Okay. Wo schon? Wir müssen unbedingt die Füchse reduzieren. Es werden immer mehr. Habt doch gerade welche. Achso. Polierstein zum Waffe schärfen. Den Dämonenstiefel ziehen wir an. Habe ich die an? Nee, habe ich nicht. Level noch zu niedrig? Achso, dafür brauchen wir der Öl. Na gut, kein Problem. Da brauchen wir 13. Eine Erfahrung voller. Doppelte Erfahrung. Also eine 100% Rolle. Das sollte man in Fiesta mal machen. Romantikrose, ein Geschenk für Mitspieler. Da drüben. Dian Wei. Bitteschön. Cool, wir haben ordentlich Erfahrung bekommen. Nagel hat keine Kosten gescheut und Dian Wei ein Geschenk gemacht. Dian Wei nahm es mit Freude an. Der Nagel. Das ist ein komischer Kerl. So, gut, Quest. Was gibt's? Diese weitere bei Panku. Dann wir gehen mal zurück in dieses Dorf. Wir gehen mal zurück in dieses Dorf und gucken mal, ob da. Nee, da ist doch noch was. Da ist doch noch was. Ich seh's doch. Weifeng. Gelbe Drachenblüten. Oh, Dämonenkarpfen. So, die Dämonenkarpfen, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Nicht mehr in dieser. Freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder rein. Denn... Tschüss.